Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und ja, was ist denn hier? Ach so, stimmt, haben wir ja ausgeladen. Genau, wir waren dabei, Ressourcen zu sammeln. Und ist, hä, ist alles neu gespawnt? Wieso ist denn hier... Hä, wieso ist denn hier hinten Holz und so alles am Liegen? Hä? Und da... Moment. Kann es sein, dass es beim Laden irgendwie alles neu spawnt? Das wäre ja witzig. Lol. Tatsächlich. Weil das haben wir doch alles... Das haben wir doch alles, gesammelt. Das ist aber weird. Ja, hallo und willkommen zurück. Wir werden wieder ein wenig looten. Um halt ein wenig, Stuff wieder zu bekommen. Ja, komm her. Ob ich jetzt ganz zurückgehe, weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall hier das, Scrap Metal mitnehmen, weil wenn es da ist... Hä, das wäre ja voll der Bug, wenn man nach dem Laden einfach alles wieder sammeln könnte. Weil das scheint ja auch wieder alles gespawnt zu sein. Das ist ja witzig. Also, witzig im positiven Sinne für uns. Ganz einfach. So, das nehmen wir auch noch mit. So, was hat Essen, Trinken, Essen, Trinken? Okay, Essen ist ein bisschen angeknackst. Da ist auch noch ein bisschen Zink, sehe ich gerade. Das würde ich mir auch noch mitnehmen. Da hinten ist auch noch so ein Ring von uns. Sehe ich gerade. Den hat er auf jeden Fall gespeichert. Schauen wir einfach mal da. Das Zink nehmen wir auch noch mit. So, Holz nehmen wir mit. So. Aber das ist ja interessant. Das ist ja mega interessant. Ich sehe gar nichts. Hier ist alles voller Nebel. Sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, dass das ein Vorteil für uns ist, wenn wir nochmal laden sollten. Da muss ich ja nochmal drauf achten. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Würde mich mal einfach spontan interessieren, wenn man jetzt einfach nochmal lädt. Hallo, ich konnte gerade an den Zug andocken. Ah, jetzt. Ob dann alles wieder da wäre, wenn ich jetzt speichern würde. Weil die Sachen müssen doch... Ah, okay, eine Kiste fehlt uns da noch. Wir hatten doch hier doch schon gefüllt, ne? Ja. Ja, da hatten wir schon angefangen. Ist ja witzig. Das ist ja mega witzig. Okay. Ich würde sagen, Zink hatten wir, glaube ich, hin. Ich weiß gar nicht, ob Zink schon voll ist. Nein. Wir müssen mal ein paar Platten wieder machen, ne? Ein paar Brustpanzer. Zink ist auch schon mittlerweile voll. Puh. Pack ich da mal ein bisschen rein. Ich würde tatsächlich erstmal ein bisschen weiterfahren noch. Beim letzten Mal war ja der große Kampf gewesen. Achso, habt ihr gesammelt? Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, warum... Ich weiß nicht genau, warum hier Günther nicht sammelt. Was mit dem ist. Ob wir den vielleicht erst füttern müssen oder so? Ich bin mir nicht sicher. So, schauen wir doch mal. Ein paar Ringe brauchen wir auch nochmal. Falls wir nochmal nach drüben wollen, würden. Da ist noch ein bisschen Holz. Ja, komm, egal. Egal. So. Die Fahrt geht weiter. Wir brauchen auch unbedingt Kohle oder so, ne? Einen großen Brocken Kohle. Da ist nochmal Zink. Da drüben ist auch nochmal Holz oder so. Da ist auch nochmal Scrap Metal und Zink, glaube ich. Das wäre ja mega weird, wenn man das laden könnte. Und auf einmal hast du die ganzen Ressourcen wieder am rumfliegen. Wie gesagt, ich meine, mega, mega Vorteil für uns natürlich, ne? So, da ist nichts. Da ist noch ein bisschen Scrap Metal, aber da kommen wir noch nicht dran. Drüben, wir brauchen Ringe. Das heißt, ich muss nochmal ein bisschen was herstellen. Okay, pass auf. Vier Stück. Stell mal Barren her. Zwei. Toll. Na gut, immerhin. Besser wie gar nichts. Wir brauchen ja zwei. Ich fahre mal ein Stück weiter. Wir brauchen ja zwei Barren, glaube ich. Immer pro. Also zwei Scrap Metal pro Barren. Ich weiß, ob es da irgendwie ein Blueprint irgendwann gibt, wo es da ein bisschen günstiger wird. Beach. Achso, Holz fehlt. Haben wir da. Brennstoff.
Bretter können wir bestimmt auch demnächst mal machen. Auf dem, auf der nächsten Workbench, wo wir ja gerade hinarbeiten, hin. Ein Barren, jawohl. Da machen wir doch direkt mal 10 Stück. So, 10. Und Attacke. Gut. Oh, da oben ist auch noch Scrap Metal. Warte mal, hol die mal eben. Gerade schon einmal dabei sind. Nicht, dass wir es übersehen. So. Na, bin ich ja echt mal gespannt, was uns alles noch erwartet. Schauen wir doch mal. Wie gesagt, auf diese anderen Inseln kommen wir ja leider noch nicht hin. Oder weiß nicht, ob wir da nicht hin sollen oder nur so spezielle Inseln. Haben wir ja letztes Mal nochmal ausprobiert gehabt. Aber nichtsdestotrotz würde ich einmal... ob wir das... Ich probiere erstmal den hier. Und dann den. So. Ach, guck mal. Scrap Metal, Scrap Metal. Holz. Okay, pass auf. Ich würde das mal ausprobieren, ja? Hier die zwei Dings. Die zwei Scrap Metal, die wir hier hatten. Und den hier oben. Ja. Würde ich jetzt einfach mal just for fun einfach mal ausprobieren. Da unten kommen wir, glaube ich, noch nicht dran. Ne, nee. Ich würde jetzt einfach mal das Spiel speichern und laden. Entschuldigung. Spontan, wie ich bin. So. Also, wir wussten, dass da auf jeden Fall Scrap Metal war. Das heißt, ich speichere jetzt mal. Save Game. 13 Stunden haben wir schon gespielt. Ich würde mal ins Main-Menü gehen. Und dann würde ich einfach mal nochmal laden. Und dann schauen wir mal. Oder ich habe mich verguckt. Ich weiß es nicht. So, ich spawne wieder auf dem Dings. Wir haben 10 Ringe. Und... Nein, das Holz ist hier schon mal... Nein, es ist nicht da. Aber wieso war denn da hinten alles neu gespawnt? Das war aber merkwürdig. Gut, vielleicht habe ich aber auch nur mich verguckt. Ich weiß es nicht. Gut, okay. Haben wir das ausprobiert? Das geht also nicht. Ist ja nicht schlimm, aber wir haben es wenigstens getestet. Aber mir war wirklich so... Oder vielleicht muss ich das Spiel komplett neu starten. Das kann natürlich auch sein. So... Nahrung. Und da unten war, glaube ich, auch Scrap Metal, ne? Da oben ist, glaube ich, nochmal Zink. Dieser Angelhaken ist halt pro, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Der ist halt einfach göttlich. So, fangen wir jetzt weiter düsen. Wir gucken mal. Chemikalien brauchen wir nicht mitnehmen. Haben wir genug. Wir haben alle Kisten voll. Aber Scrap Metal nehmen wir mit. Da ist auch nochmal Scrap Metal. So, da ist Holz. Dann würde ich sagen, gehen wir nach drüben. Ich würde meinen Ring mal irgendwo hinwerfen. Vielleicht dahin. Oder dahin. Zink haben wir auch voll viel schon wieder. So, hier ist aber glaube ich gar nichts. Ne? Huaaa. Das ist so mega weird, dass man hier so rumfliegt. Ich frage mich, wann die Schiene verschwindet. Oder kommt da noch ein... Oder kommt da noch eine Gangster-Gang? Hallo? Ich würde gerne... Oh nein, komme ich nicht mehr zurück. Das wäre blöd. Warte, da war... Ah ja, jetzt. Ja, sehr schön. So, dann fahren wir weiter. Wäre blöd, wenn jetzt noch eine Gangster-Gang kommen würde, wenn ich... Ah, nee, da weicht die Schiene von uns weg. Okay, alles klar. Alles gut. Nichtsdestotrotz... Okay, da drüben hört es jetzt auch auf mit Ressourcen. Nichtsdestotrotz gucken wir natürlich weiter danach. Vorm nächsten Depot möchte ich auf jeden Fall schauen, dass wir uns mega vorbereiten. Auch, dass wir noch eine zweite Rüstung immer mit haben. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Trinken und so können wir auch mal wieder herstellen. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Trinken und essen. Dass wir da irgendwie immer in... Ja, so ein bisschen was haben auf Vorrat.
weiß bald gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zink. Aber gut, wir wollen ja diese neuen Barren herstellen. Die brauchen wir ja sowieso auch für Dings, ne? Für, um den Tisch überhaupt erst herzustellen. Weil wir ja aktuell ja nur erstmal nur den Research quasi, also das Entdecken quasi herstellen möchten. Und dazu brauchen wir ja dann die Ressourcen nochmal. So, Essen, Trinken auf jeden Fall. So, da unten. Warte mal, wo war das denn? Da unten ist Scrap Metal. Oder ist es Holz? Weiß es nicht. Halt, stopp, ich komme. Halt, stopp, ich komme. Oder wir müssen echt, wo war denn das jetzt? Hier. Oder wir müssen echt mal gucken, dass wir vielleicht einen anderen Brennstoff erstmal so lange nutzen. Für den Ofen. Ich weiß gar nicht, was geht denn sonst noch hier alles rein? Ah, der Sterilisierer halt, ne? Das andere haben wir noch nicht. Story Wood kriegen wir bestimmt, wie gesagt, bei der zweiten Werkbank. Ein Gasolin-Chunk kriegen wir, glaube ich. War das hier rüber? Nee. Gasolin-Chunk haben wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? So, ich pack's mal hier rein. Den Zink. Dann würde ich mal eben Essen, Trinken machen. Danke fürs Scrap Metal. Auch danke dir. So, Food. Machen wir mal 4 Stück. Brauchen wir sowieso gleich Holz wieder. Ich pack mal Scrap Metal weg. So, zack, zack, zack. Ist die Kiste auch schon wieder voll? Guck mal an. Haben wir schon wieder gut gesammelt. Haben wir schon wieder 3 Kisten voll. Danke. So, der Ofen müsste jetzt gleich meckern. Ja. Okay. Machen wir mal so 5 Stück rein. Das dürfte erstmal reichen. Was können wir denn an der Workbench noch alles herstellen? Das war nur, glaube ich, hier genau, was wir nutzen können. Armorbox. Ach, guck mal, wir können eine Armorbox. This is what your weapon fires with. Ach, guck mal. Okay. Ach, krass. Wir können sogar Munition herstellen, wenn wir wollen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Resin. Ja. Hier, Powder. Sterilisierer. Essen und eine grüne Flasche. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, der Sterilisierer. Hatten wir ja, glaube ich, mal ausprobiert gehabt, ne? Hä, kann ich das nicht herstellen? Wir haben doch Wasser, oder nicht? Ach, hier. Nee. Hä? Ah, 2. Wieso macht er das nicht? Ach so, ich muss erst das Produkt runternehmen. Ach so, ich bin ja, ach, ich bin so schlau. Aber hatten wir nicht hier in den, da, ich wollte gerade sagen, da haben wir doch auch noch, ne? So, da oben haben wir, glaube ich, noch Trinken drin, genau. Ich würde sagen, dann können wir das mal ein bisschen verbraten, gerade das Holz. Wenn wir es gerade, wenn wir es gerade eh haben. So, trinken. So, dann stellen wir noch mal ein bisschen Trinken her. So, währenddessen fahren wir ruhig mal weiter und sammeln noch mal ein bisschen. So. Ich echt mal gucken wegen dem Sterilisierer, ob ich den jetzt einfach mal sammle spontan, weil wir ja so wenig Holz finden, Kohle finden. Dass ich einfach mal ein bisschen auf Nahrungssuche jetzt gehe, diese Nahrungsbrocken. Und dann halt sage, dass wir daraus den Sterilisierer bauen und alles und Chemikalien würde ich dann auch sammeln, weil wir das grüne Fläschchen ja auch brauchen. Kommt mir ja gerade sehr gelegen, dass es hier gerade ist. Haben wir natürlich da hinten liegen lassen, ne? Ah, komme ich da noch dran? Halt, stopp! Da ist noch ein bisschen was. Da hinten ist auch noch was, das würde ich mitnehmen. Aber als erstes machen wir natürlich das andere Trinken auch noch. Feuer ist gleich aus. Ich warte noch mal eben, bis das Feuer aus ist. Dann können wir nämlich ein bisschen was nachlegen. Aber gut, dass wir dieses, ich glaube plus 15% war das irgendwie, dass es länger hält, ne? Dass es hier sich immer kurz stockt und so, dann das hält natürlich ein bisschen länger aus. Wie super. So, Fridolin hat wieder gekotzt, das ist gut. So, pass auf, packen wir mal eben das Trinken einmal rein. So, haben wir wieder 5, sehr schön. Dann sammeln wir mal hier oben einmal die Chemikalie. So. Gut.
haben wir das auch. Kann ich den schon herstellen? Warte mal. Aber haben wir auch Fuel für, ne? Ja, ich stelle schon mal ein grünes Fläschchen her. Was war am Hammer? Was sehen meine Äuglein? Scrap-Metal. Hallo. Und da ist Holz, natürlich. So. Ich denke, es wird nicht mal allzu lange dauern, bis wir wieder an Dings ankommen. Bis wir wieder beim nächsten Depot ankommen. Da war es ein wenig laggy. Halt, stopp, das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Wollte gerade sagen, hier werden auch bestimmt noch mehr Ressourcen sein, ne? Nichts liegen lassen, wir brauchen... Ja, die Musik. Oh, da hinten. Oh nein, da kommt eine Sperre. Oh, da hinten kommt eine Sperre. Das heißt also, wir werden gleich Besuch bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und wir haben nicht viel Munition, ne? Lass mal gucken. Ja, 45 Schuss. Das muss gut getimed sein. Heißt also für uns, nicht auf dem Zug verbringen die Zeit, denn wir wollen ja, wir wollen ja, dass die Kisten heile bleiben alles, weil sonst müssen wir das ja immer reparieren. So, ich nehme mal ein bisschen Chemikalien mit. Oder müssen wir in der Nähe von den Jungs sein, dass die kotzen? Dass wir ihm vielleicht nochmal umbauen müssen. Hast du das gesehen? Wie er guckt. Voll niedlich. Hallo. Gut. Stell nochmal drei Stück her. Ich hab's doch gehört. Da unten. Ich füll nochmal Fuel auf. Da hielt das Feuer nicht länger, ne? Und bevor wir nämlich jetzt dahin fahren, würde ich gleich auch vielleicht nochmal ein paar Rüstung. Obwohl, wir haben eine Rüstung, die würde ich einpacken. Also eine Platte zum Schutzschild, dass wir die dann einfach ausrüsten können. Ne, zwei haben wir sogar. Warte mal, kann ich das nicht? Spit, genau. Spread half, okay. So, dann haben wir eine in Tash und eine noch in Reserve. So. Heißt also für uns, ich würde einmal den Sterilisierer herstellen. Davon können wir drei Stück herstellen. Das mache ich mal. Dauert 30 Sekunden. Ich gehe mal angeln, wenn ich das schaffe. Da kriegen wir dadurch was. Ja, Fleisch. Juhu. Und nochmal Leder. Wuhu. Ich hoffe, man kann sich irgendwann nochmal irgendwas aus Leder, eine vernünftige Lederrüstung oder irgendwie sowas bauen. So, jetzt haben wir voll Leder. Und Raw Meat. Das heißt, wir können wieder kochen. Oh, leckeres Fleisch. Was sagt denn unsere Essensanzeige? Ja, wir können ein bisschen was essen und trinken. Das ist... Das könnten wir mal machen. Mh, leckeres Schnitzel. Guck mal, hier ist Steak. Geil. Oh, ich glaube, ich muss dies. Ja, Schabo. Oh, Heidewitzka. Das ist natürlich, ja, puh. So, Problem ist jetzt, können wir irgendwas aus Leder eigentlich herstellen? Ah ja, doch, hier, Bandagen brauchen wir für... Für Bandagen brauchen wir Leder. Zum Heilen. Aber ich würde tatsächlich den Sterilisierer einfach mal benutzen. Für unsere Idee. Hier, als Brennstoff. Damit wir den Kram einfach fertig kriegen. Einfach mal drei Stück rein. Hält zwar nicht so lange, ne? Schauen wir mal, ob wir die zwei Barren noch fertig kriegen. Was ist hier necessary? Barren? Warte mal, kann ich das anhalten? Lass es mal eben durchlaufen. Weil hier stehen zwei Barren. Was das bedeutet, würde ich gerne mal wissen. Ob das dann schneller brennt? Also schneller geht? Warte mal.
So. Jetzt würde ich das gleich einmal machen. Aber da stand zwei Barren unten drunter, ne? Pass auf, ich probiere das mal eben aus. Ja, wir haben genug für Barren herstellen. Ich stelle mal drei Barren her. Wir brauchen ja... Wie viel brauchen wir denn für den Klotz? So, warte. Den packe ich mal direkt hier rein. So, dann haben wir 5, 5. Sehr schön. Wir brauchen einen Barren dafür, genau. Aber was das necessary bedeutet, bin ich mir nicht so ganz sicher. Schauen wir mal. Oh, ich hoffe, das Feuer reicht noch. Oh. Die Jungs und Mädels haben wieder gebaut. Und wir können das Steak uns reinpfeifen. Lecker. Mm. Dann würde ich mal eben nochmal... Können wir was zu trinken herstellen? Nein, wir haben nur 1 von 2. Aber gut. Dann würde ich hier use reinpacken. Dann haben wir eigentlich auch getrunken, was sehr schön ist. Barren sind fertig, die 3. Das grüne Zeug. Hier müssen wir auch zusehen, dass wir definitiv irgendwann mal... Warte, die Flasche hatten wir doch schon irgendwo, ne? Da. Dass wir irgendwann auf jeden Fall hier noch größere Kisten hinkriegen. Zumindest auch hier oben und so. So, pass auf. Ich stelle den mal her. Ja, ein. Und dann will ich gucken, was ist das denn hier? Ach so, wir könnten theoretischerweise noch einen herstellen. Ach so. Okay, das ist nur, wie viel man in der Tasche hat. Alles klar, okay. Ja, sehr nice. Das funktioniert doch. Das ist sehr, sehr schön. Ah, da brauchen wir Zink und die anderen Banken. Ich mach den einfach nochmal. Schaffen wir sowieso nicht, weil es nicht reicht, glaube ich, vom Brennstoff. So. Dann müssen wir da noch ein bisschen warten, aber wir haben ja soweit unsere Barren alle fertig. Einen haben wir da sogar noch zusätzlich. Ja, ich muss hier noch was umbauen. Auf jeden Fall, das steht schon mal fest. Nichtsdestotrotz, huch. Er hat auch gekotzt, ne? Wut. So.